Starten wir mit einer Roasted Pepper Pasta und zwar brauchen wir dafür 300 Gramm Pasta nach Wahl, 1 Esslöffel Olivenöl, eine halbe Zwiebel, 2 bis 3 Knoblauchzehen, eine Paprika und eine Karotte, 2 Esslöffel Tomatenmark, eine halbe Tasse Wasser, eine Drittel Tasse Cashews, Salz, Pfeffer, Oregano, Paprika, Hefeflocken und 4 bis 5 Blätter Basilikum. Bevor wir starten, müssen wir dann die Cashews 20 Minuten lang in heißem Wasser einweichen lassen und können dann schon mal das Gemüse zusammen mit den Zwiebeln und dem Knoblauch und etwas Oregano in Olivenöl anbraten. Ist das Ganze gut angebraten, kommt dann das Tomatenmark mit dazu und wird ebenfalls nochmal kurz angeröstet. Dann könnt ihr die halbe Tasse Wasser mit dazugeben und das Ganze kommt dann in einen Mixer zusammen mit den eingeweichten Cashews, dem Basilikum, Salz, Pfeffer und Paprika und in der Zwischenzeit könnt ihr dann schon mal die Nudeln kochen, damit die dann auch fertig sind. Ist das Ganze dann mit dem Mixer zu einer Soße püriert worden, könnt ihr das nochmal kurz in die Pfanne geben und bei niedriger Stufe nochmal ganz kurz erwärmen. Jetzt würden eigentlich noch die Hefeflocken mit dazu kommen. Da wir aber an diesem Tag keine Hefeflocken da hatten, haben wir einfach ein bisschen veganen Käse mit dazu gegeben und das hat auch ganz lecker geschmeckt. Als nächstes machen wir Blaubeermuffins und zwar brauchen wir dafür 250 ml Mandel- oder Hafermilch bzw. welche Alternative ihr lieber mögt, 250 Gramm Weizen- oder Dinkelmehl, 2 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Natron, einen halben Teelöffel Salz, 175 Gramm Zucker, Vanillezucker oder Aroma, wir hatten hier eine Vanillepaste, 75 Gramm neutrales Öl und 125 Gramm tiefgekühlte Blaubeeren oder 175 Gramm frische Blaubeeren. Im ersten Schritt werden das Mehl, der Zucker, das Backpulver, das Natron, das Salz und der Vanillezucker bzw. die Vanillepaste zusammengerührt. Anschließend kommt dann noch die Milchalternative mit dazu und dann auch das Öl. Und das Ganze wird dann mit einem Handmixer zu einer schönen cremigen Masse verrührt. Anschließend kommen dann noch die Blaubeeren mit dazu und die werden dann ganz vorsichtig und langsam mit einem Löffel untergerührt. Damit ist der Teig dann auch schon fertig und kann in die passenden Förmchen gefüllt werden und der Ofen muss dann schon mal auf 180 Gramm Umluft vorgeheizt werden. Im vorgeheizten Ofen müssen die Muffins dann noch 25 Minuten lang backen und dann sind die Muffins auch schon fertig. Kommen wir nun zu unserem allerliebsten Bananen-Pancake-Rezept. Und zwar brauchen wir dafür 150 Gramm Weizen oder Dinkelmehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Zimt optional, eine Prise Salz, eine sehr reife große Banane oder zwei kleine, 250 ml Pflanzenmilch, etwas Vanillearoma und Öl zum Backen. Die Zutaten sind übrigens ungefähr für 10 bis 12 Pancakes, also für 2 Personen geeignet. Im ersten Schritt werden dann das Mehl, das Backpulver und das Salz zusammen in einer kleinen Schüssel verrührt und nebenbei könnt ihr dann schon mal die Banane mit einer Gabel klein quetschen und anschließend dann noch das Vanillearoma dazugeben. Danach kommen dann eigentlich nur noch alle Zutaten zusammen in eine Schüssel, heißt ihr könnt als erstes einmal die Bananenmasse mit in die Schüssel geben und dann noch die 250 ml Pflanzenmilch und dann wird das Ganze mit einem Handmixer gut verrührt, bis ihr einen einheitlichen schönen Pancake-Teig habt. Anschließend müssen die Pancakes dann nur noch in der Pfanne ca. 2 bis 3 Minuten von jeder Seite goldbraun gebraten werden und dann könnt ihr sie auch schon mit dem belegen, worauf ihr Lust habt. Wir haben hier zum Beispiel Erdbeeren genommen, eine zuckerfreie Karamellsoße und ein paar Schokostreusel. Kommen wir nun auch schon zum letzten Rezept und zwar wird das eine vegane Alfredo-Pasta. Dafür brauchen wir 300 Gramm Pasta nach Wahl, eine Tasse Cashews, eine Dreiviertel Tasse Pflanzenmilch, 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl, 4 Knoblauchzehen, 200 ml Pflanzensahne, etwas Wasser zum Verdünnen, ein Zitronenspritzer, Salz, Pfeffer, Chili und Hefeflocken und 4 bis 5 Blätter Basilikum. Und auch hier sollten die Cashews wieder ungefähr 20 Minuten lang in heißem Wasser eingeweicht werden. Als erstes werden die Cashews zusammen mit der Pflanzenmilch, einem Esslöffel Hefeflocken und einer Prise Salz in den Mixer gegeben und zu einer Soße verrührt und währenddessen könnt ihr dann schon mal die Nudeln aufsetzen und in einer Pfanne den Knoblauch in Olivenöl anbraten. Wenn die Cashewcreme im Mixer dann fertig gerührt ist, wird das Ganze zu dem Knoblauch in die Pfanne gegeben und gut mit untergerührt, sodass alles eine einheitliche Soße ergibt. Während das Ganze dann auf niedriger Stufe weiterköchelt, geben wir noch etwas Chili dazu, etwas Salz und Pfeffer,
Dann natürlich auch die Basilikumblätter, ein Spritzer Zitrone, dann wird das Ganze einmal ein bisschen verrührt und dann haben wir anschließend nochmal Hefeflocken dazu gegeben, einfach damit die Soße nochmal ein bisschen kräftiger und würziger schmeckt. Und um das Ganze dann zu verdünnen, da die Cashews die Soße immer sehr andicken, kann man entweder noch ein bisschen Wasser dazu geben oder so wie wir haben hier zum Beispiel eine vegane Sahne von Alpro noch mit dazu gegeben, dann entsteht einfach eine schönere Soße und dann ist das Ganze auch schon fertig. Das war es dann auch schon mit allen Rezepten. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat und freuen uns über Feedback und lasst uns gerne weitere Videowünsche da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.